eine Invariante von jeder Bewegung. Was bedeutet das, wenn die Punktmenge, die ich als Originalmenge mir vorstelle, eine Gerade ist, dann ist das Bild von dieser Punktmenge auch eine Gerade. PZW, Geraden werden auf Geraden abgebildet. Ja. Wir haben einfach angenommen auch, dass wir haben zwei Punkte betrachtet und diese beiden Punkte wurden jetzt abgebildet und wir haben gesagt, okay, die Strecke, alles was dazwischen liegt, wird auch auf eine Strecke abgebildet, Strecke auf Strecke. Können wir in diesem Zusammenhang gleich mitmachen. Bei jeder Bewegung werden Strecken auf Strecken abgebildet. Natürlich sind die dann gleich lang, diese Strecken. Und so weiter. Im Prinzip reduziert sich das alles, diese Beweise für die Geraden und so weiter, darauf, dass die Zwischenrelation erhalten bleibt. Ja? Also Quintessenz des Ganzen, die Zwischenrelation, wenn also gilt, der Punkt B liegt zwischen den Punkten A und C, dann liegt das Bild von B auch zwischen den Bildern von A und C. Also B' zwischen A' C'. Die Zwischenrelation ist eine Invariante bei Bewegungen. Und das ist letztlich das, was wir hier zeigen müssen. Damit kriegen wir dann den Spaß mit den Geraden, mit der Kollinearität und so weiter. Strecken auf Strecken und so weiter, alles mit. Okay, denken Sie dran, wenn gilt zwischen, das hatten wir in der Einführung in die Geometrie gemacht, wenn gilt zwischen A, B, C, dann folgt daraus auch, dass die drei Punkte kollinear sind. Da gab es dieses wunderbare Axiom von der, dieses etwas längere Axiom, wenn Sie sich erinnern, von der Dreiecksungleichung, das waren dann drei Teile und dann war dann auch für je drei Punkte einer Geraden gilt immer, dass einer zwischen den anderen beiden liegt und umgekehrt, wenn und dann gelten diese Gleichungen, diese Gleichungen gelten und dann sind sie kollinear. Das ist diese Quintessenz hier von der Zusammenhang zwischen Kollinearität und der Zwischenrelation. Okay, dann zeigen wir mal. Beweisen wir den ganzen Spaß mal. Beweis. Wir gehen also aus von einer Bewegung, sei Phi eine Bewegung. Denken Sie daran, eine Abbildung der Ebene auf sich, die die Abstände nicht verändert. Und wir bilden ab. A auf A' durch dieses Phi, B auf B' durch diese Abbildung Phi, durch diese Bewegung, C auf, nein, C auf C' und wir setzen noch voraus, das gilt zwischen A, B, C. Dass der Punkt B zwischen den Punkten A und C liegt. Ja?
Okay, was bedeutet das? Zu zeigen hätten wir jetzt Behauptung, es gilt dann auch B' liegt zwischen A' und C'. Diese Voraussetzung übersetzen wir uns ganz einfach mal. Diese Voraussetzung bedeutet nichts anderes. Was war zwischen? Das bedeutet, dass der Abstand von A zu B plus der Abstand von B zu C gleich dem Abstand der Gesamtstrecke war AC. Wenn das war, wenn zwischen galt, dann galt diese Gleichung. Über diese Gleichung war zwischen definiert. Umgekehrt, wenn diese Gleichung gilt, das ist ja eine hinreichende und notwendige Bedingung, eine definierende Eigenschaft für zwischen, dann gilt natürlich auch zwischen. So, wir wissen jetzt, dass A auf A' abgebildet wird und B auf B' und dass unsere Abbildung Phi längentreu ist. Das bedeutet also A, B, der Abstand von A zu B ist gleich dem Abstand von A' zu B'. Ferner gilt natürlich B, C ist gleich B'C', jeweils die Abstände. Und es gilt natürlich AC, dieser Abstand ist gleich zum Abstand A'C'. Damit gilt natürlich wegen 1, da schaue ich mal hier ran, gilt jetzt natürlich 2, wegen dieser Geschichten, ja, gilt jetzt natürlich sofort, dass A', B' plus B', C' gleich dem Abstand A'C' ist. Und daraus folgt, dass B' zwischen den Punkten A' und C'. Und damit haben wir gezeigt, Zwischenrelation bleibt erhalten. Sie sehen die Zwischenrelation, das führe ich hier nicht weiter aus. Das können Sie im Skript dann auch nachlesen. Es ist nicht besonders erquicklich. Ich habe das mal exemplarisch gezeigt, wie das geht, wie man das anwendet. Nicht schwer, aber auch nicht spektakulär und macht auch keinen großen Spaß und so weiter. Aber man muss es einmal durchhaben, weil wir das immer anwenden werden. Das bedeutet also im Endeffekt, Zwischenrelation bleibt erhalten, ist eine Invariante von unserer Bewegung. Und damit im Endeffekt Strecke auf Strecke, Endpunkt auf Endpunkt und so weiter und so fort. Das schreibe ich jetzt hier nicht nochmal extra auf. Das können Sie im Skript nachlesen. Ich habe Ihnen das dann alles nochmal sauber formuliert, aufgeschrieben. Das müssen wir hier nicht bis ins letzte Detail durchspielen. Wie gesagt, macht keinen großen Spaß. Und ist ja im Endeffekt doch völlig klar, nicht? Also man sieht es ja im Prinzip, aber was bedeutet schon sehen können? Wir müssen auch beweisen können. So, das wäre also die Geschichte. Damit mit dieser Zwischenrelation, es kommt dann dazu, dass ein Strahl, ja, also Halbgerade, wird auf eine Halbgerade abgebildet. Ja, das hängt damit natürlich auch zusammen, Strahl auf Strahl und natürlich Anfangspunkt auf Anfangspunkt. Das gilt für jede Bewegung. Und was wir noch zeigen können, wäre jetzt die Winkeltreue. Schreibe ich nochmal wieder schön auf. Jede Bewegung ist winkeltreu. Das bedeutet, Winkel werden auf Winkel abgebildet und die Größe wird nicht geändert. Also was wir jetzt haben, wäre Winkel auf Winkel und nicht nur auf irgendeinen Winkel, sondern auf gleich großen Winkel. So, und dann schauen wir mal, ob wir das schön hinkriegen. Mache ich mal ein bisschen schöner noch hier.
So. Okay. Nehmen wir mal hier einen Schenkel. Den zweiten Winkel, der das Bild sein könnte, könnte ich ja hier mit einer Verschiebung machen. So, dann wird man hier einen Winkel, hier einen zweiten Winkel. Winkel auf Winkel ist schon mal klar. Denn wir haben schon zumindest angedeutet, Strahl auf Strahl, Anfangspunkt auf Anfangspunkt. Das heißt, wenn das von diesem Winkel wäre, meinetwegen das Original, hätten wir hier H, hier hätten wir H', S, S'. Nennen wir den Schenkel Q, Q'. Und jetzt ist klar, das hatten wir uns überlegt, ist angedeutet, wie gesagt, mal über die Zwischenrelation, über die Kollinearität und so weiter, das kriegt man dann schnell hin, ein bisschen Schreibarbeit, die nicht viel Spaß macht. Also Strahl auf Strahl, Anfangspunkt auf Anfangspunkt. Und jetzt wäre noch zu zeigen, dass diese Größe und diese Größe quasi gleich wären. Alpha, Alpha Strich, die Größen müssten gleich groß sein. Das wäre zu zeigen, ja, zu zeigen, Alpha genauso groß wie Alpha Strich. Okay, wie können wir das machen? Na, ganz einfach. Wir bauen uns ein Dreieck. Jetzt kommt uns diese Dreieckskongruenzgeschichte natürlich zur Hilfe. Wir nehmen irgendeinen Punkt A auf H. Der hat natürlich ein Bild auf H'. Mit der besonderen Eigenschaft, der Abstand von S zu A ist gleich dem Abstand von S' zu A'. Wir haben ja eine Bewegung. Dann nehmen wir uns einen Punkt B auf Q bzw. Q' und damit B'. Und jetzt gilt natürlich Abstandserhaltung SB ist kongruent zu S'B'. Und es gilt natürlich ferner, dass diese Strecke auf diese Strecke abgebildet wird und auch die sind gleich lang. Und jetzt sehen wir schon, wir können SSS anwenden. Wegen SSS sind jetzt diese beiden Dreiecke SAB und S'A'B' kongruent zueinander. Alles wegen der Abstandserhaltung von unseren Bewegungen. Und demzufolge sind jetzt natürlich die Winkel Alpha und Alpha' kongruent. Also, wir wissen jetzt SA kongruent S'A' wegen der Abstandserhaltung. Schreibt es nochmal hin. Abstandserhaltung von Phi. Für alle anderen natürlich dasselbe. SB kongruent S'B'. Genau dasselbe. AB kongruent A'B'. Wegen der Abstandserhaltung. Damit sind unsere beiden Dreiecke ASB und A'S'B' kongruent. Und daraus folgt schließlich Alpha ist kongruent Alpha'. Sehr schön. Das hat man also gezeigt. Winkel auf Winkel und nicht nur irgendwie Strecken auf gleich lange Strecken, wissen wir. Winkel auf gleich große Winkel. Ja, wir brauchten bei unseren Lochschablonen, wenn Sie an den Anfang denken, eigentlich nur die Abstände konstant zu halten, aber das sind hin und her geschoben. Dabei bleiben, bleiben natürlich die Winkelgrößen genauso konstant. Jede Winkelgröße
Jeder Winkel wird auf einen gleich großen Winkel abgebildet. Eine weitere Invariante wäre, das werden Sie dann selber beweisen als Übungsaufgabe, das kriegen Sie hin. Ja. Die Parallelität von Geraden ist eine Invariante von Bewegungen. Oder anders ausgedrückt, jede Bewegung bildet parallele Geraden auf zueinander parallele Geraden ab. Das können Sie sehr schnell leicht alleine zeigen. Denken Sie daran, Geraden sind genau dann parallel, wenn Sie überall denselben Abstand haben zueinander. Beispielsweise das. Sie können es auch anders machen über Stufenwinkelsatz, Wechselwinkelsatz und so weiter und so fort. Das sollte kein Problem sein. Ja. Sie haben jetzt ja schon dabei, Winkel wird auf kongruenter Winkel abgebildet, nicht? Wenn Sie sich zwei Geraden nehmen. Ja, ich nehme mal hier zwei zueinander parallele Geraden. Und die werden jetzt auf andere Geraden abgebildet. So, mit dem Rädchen drehen ist das so ein Ding. Die werden also auf andere parallele Geraden abgebildet. Nehmen wir mal die hier. Ja, sauber, hier ist A, hier ist B, hier ist A-Strich, hier ist B-Strich. Jetzt nehmen Sie sich einfach eine dritte Gerade, die natürlich hier auch wieder auf eine entsprechende abgebildet wird. Winkel bleiben gleich und so weiter. Alles nicht schwierig. Können Sie einfach mal ausprobieren, das aufzuschreiben. Großen Spaß macht es nicht, weiß ich, aber hilft, das zu verstehen. Damit haben wir das so ziemlich alles durch von diesen Invarianten. Wir haben, wie gesagt, im Skript finden Sie das nochmal sauber aufgeschrieben. Ja, so schön kriege ich das auf diesem Whiteboard gar nicht hin. Aber das hilft uns dann bei der Untersuchung spezieller Bewegungen von Geradenspiegelung und so weiter. Da müssen wir heute mal durch. Es bleiben für heute wichtige Begriffe, die wir immer wieder verwenden werden, die ich jetzt hier noch einführen werde. Und ja, da wird es eine Weile dauern, bis Sie mit denen warm werden. Das brauchen wir wieder viele, viele Beispiele, um